So, dann wollen wir mal. Falls ihr jemals ein Final Fantasy spielen möchtet, spielt Final Fantasy 10. Das ist ein guter Einstieg. Danach schaut euch 7 bis 9 an. Die sind ein ziemlich guter Weitermachpunkt und danach könnt ihr spielen, was ihr möchtet. So, warte mal, habe ich das schon? Habe ich schon? Oder habe ich noch nicht? Oder bin ich dumm? Gibt's hier gar kein... Hier gibt's gar keinen Dings. So ein Ding hier. Hätte ich jetzt irgendwie erwartet. Ich hatte das Gefühl, ich bin schon voll weit gekommen, aber das war anscheinend gar nicht so krass der Fall. Ha. Eivor, du hast den Auftakt verpasst. Kjötvis Vorposten schmolz dahin, als wären wir der Frühling. Greifen wir also von hier aus an? So ist es und wir sind hungrig auf den Kampf. König Haralds Truppen stehen bereit. Gib nur den Befehl. Das werde ich, doch vor dem Angriff habe ich eine Bitte. Welche? Dass Eivor Kjötvi vor den Toren seiner Feste herausfordern darf. Zu einem Zweikampf bis zum Tod. Ist es das, was du willst? Kjötvi stahl meinem Vater jede Ehre und Würde. Ich werde sie zurückerobern. Wenn es um die Ehre geht, soll sich niemand einmischen. Und sollte Kjötvi vor Beginn der Schlacht sterben, umso besser für uns. Heute nun muss meine Klinge das Werk von Skulds scharfer Schere tun und Kjötvis Schicksalsfaden kappen. Gut gesprochen, mein scharfzüngiger Krieger Skalde. Mögen wir alle das Lied dieser Saga hören. Eivor, auf ein Wort. Vasim, Heitam. Diese Fehde ist nicht die eure, doch kämpft ihr mit uns. Das scheint mir seltsam. Du findest es seltsam, weil du dich irrst. Unser Clan, die Verborgenen, wir bekämpfen Kjötvis Orden schon seit Jahrhunderten. Ihr kamt aus Miklagard hierher, um Kjötvi zu töten? So ist es. Vielmehr kamen wir, damit Heitam ihn töten kann. Mein Lehrling studiert dieses Ziel schon seit Monaten. Ist Kjötvis Ruf außerhalb Nordweges so groß? Nicht sein eigener Ruf, doch der des Ordens, zu dem er gehört. Sie sind, sagen wir, Rivalen unseres Clans. Heitam, dies geht nicht gegen dich oder die Verborgenen. Doch Kjötvi gehört mir. Meine Familienehre steht auf dem Spiel. Das verstehe ich. Was zählt, ist, dass Kjötvi heute stirbt. Darin sind wir uns einig. Er sah einfach aus wie der Weihnachtsmann. Blues Bro, danke für den Raid. Was geht ab? Was habt ihr gespielt? Sigurd Hurensohn. Du schleichst um meine Mauern wie ein Dieb in der Nacht. Stell dich mir. Du kämpfst mit mir, Kjötvi. Sigurd ist nur hier, um zuzusehen, wie man Rabe dein Herz frisst. Sieh mal an! Wieder einmal erscheint Eivor Wolfsmal, um sich an mir zu versuchen. Dies ist meines Vaters Schande. Ich hole die Ehre zurück, die ihr verlor. Ich fordere zum Heimgang! Hier! Gegen den Eidbrecher! Du wirst flehen, wie dein Vater gefleht hat, Wolfsmann. Kreischen, wie deine Mutter gekreischt hat.
mein Leben zerstört. Nun nehme ich. Wow. Du bist so schwach wie dein Vater. Oh, damn. Okay, ja, das wird richtig witzig. Oh Gott, ich darf nicht einmal getroffen werden. Heute ist nicht dein Todestag. Oh, nice. Warum stirbst du nicht einfach? Wir sind nicht allein, Kjötvi. Der Allvater sieht zu. Okay, bye. Deine Klinge wird dein Blut trinken. Dein Fleisch wird meine Welt verlieren. Bäh. Verdammt. Damn, okay, ja, das hat nicht funktioniert, würde ich mal so sagen. Nice. Lass uns doch gerade mal ein bisschen collecten, was hier abgeht. Du bist das Kind deines Vaters. Chill, Bruder. Ach, er hat den Dude hier rumgeworfen. Oh, fuck, ich hätte voll den geilen Shit machen können. Nur weil ich ins Feuer gefallen bin. Da kann ich, da, halt, Bro, da konnte ich mal gar nichts für, okay? Das war cool, was auch immer da gerade passierte. Bam! Geht doch.
kämpfte so hart, so verbissen, um zu leben, denn ich weiß, was uns am Ende erwartet. Nur Dunkelheit. Ew! Oh shit, hat er auch so einen geilen Speer von den Dudes, wie hießen sie nochmal? Erbenclan! Eure Leben sind verwirrt! Kommt her, wenn ihr müsst! In den Schmelztiegel eures Untergangs! Dein Vater ist tot, Gorm! Seine Schuld getilgt! So ein Isu-Speer! Du wirst verschont! Wälz dich in Scheiße, Wolfsmal! Bogenschützen zielen! Erben! Zeigt keine Gnade! Bogenschützen! Feuer! Ah, okay, das Ding kann von innen zerschlagen werden. Okay, ich verstehe, was passiert. Zuallererst, lass uns... Ach, Proviant ist auch noch voll. Sehr gut. Dann lass uns doch gerade mal nach oben gehen. Muss sich ja auch lohnen, wenn wir schon mal hier sind. Oh, du Bitch. Schmeißt er es einfach um. Ich glaube es nicht. Ah, ich kann ihn nicht treffen, glaube ich. Ja, komm halt nicht kurz her, ist alles super. Oh mein Gott, kann ich einfach drauf scheißen und den Berg hochklettern? Weil fick halt die Leitern, Mann. Das ist Sky King, danke für den Raid. Bevor das Spiel ist broken und alle rotieren einfach nur noch. Interessant. Ich töte dich. Wow, du crazy Dude. Ab wie viel Uhr kann man Valhalla offiziell spielen? Ich dachte eigentlich, ich habe 0 Uhr. Zumindest auf Konsolen. Keine Ahnung, wie es beim PC ist. Aber eigentlich da auch ab 0 Uhr. Also, eigentlich ab jetzt. Wenn es nicht geht, dann weiß ich leider auch nicht warum. Zur Not einfach mal Uplay neu starten. Käme ich hier hoch? Käme ich sogar. Voll gut. Jetzt ist es okay, schade, den komme ich nicht hoch, aber hier komme ich hoch. Das geht ganz schnell. Okay. Warte mal. Oh doch, das letzte Tor war da hinten. Alles gut.
Kann ich? Ah, da war ich zu laut. Fuck. Du wirst leiden. Deine Zeit ist um. Bevor ich überhaupt irgendwas mache, ist hier eine goldene Truhe, die gelootet werden möchte. Das ist so viel wichtiger. Falls ich da irgendwie reinkomme. Sky King! Danke für den Raid und gute Nacht. Okay, passt schon. Was soll's. Finden wir später bestimmt. Die kämpfen alle offscreen wegen dem Budget. Wow, was ist... Was? Holy shit, Brudi. Okay, die Söldner sind auf jeden Fall auch wieder mit dabei. Nicht auf dem Feuer stehen, bitte. Eieiei, eieiei. Damn. So, bevor wir in die Kirche gehen, wir haben ja Fähigkeiten, die wir vielleicht noch irgendwie bekommen sollten. Okay, das finde ich, glaube ich, gut. Ah ne, was ist das hier? Das hier und das hier. Sehr schön. Ich glaube, dann war das hier ziemlich gut, oder? Eigentlich macht es Sinn, wenn wir erstmal hier gerade nach oben arbeiten, was nicht geht, weil wir keine... Egal. Passt schon. Alles super. Komme ich hier irgendwie super klug nach oben? Ah, tue ich sogar. Okay, okay. Ich fände es halt geil, wenn ich irgendwie von oben in dieses Haus reinkommen könnte. Das würde alles ein bisschen super machen, aber ich finde leider keinen Eingang. Gute Nacht, Soldast. Schlaf gut. Oder kann ich da irgendwie rein? Nee, ne?
Ich muss anscheinend doch einfach so hier rein. Finde ich nicht so cool. Du bist nur ein Schatten deines Vaters, Gorm. Schwach und geistlos. Und du wirst diesen Ort nur als Asche im Wind verlassen. Oh, sehr gut. War klar, dass sowas passiert. Jetzt kann man hier plötzlich doch rein, oder was? Ihr legt mich doch rein hier. Der Feigling Gorm flieht. Sein Vater starb heute zweimal. Okay, sehr gut. Elvor, der Tag ist unser. Lass den Feigling ziehen. Die Schlacht ist gewonnen. Elvor, der Schlachtatem steigt mir von der Stirn. Die Skalden werden diesen Tag besingen. Der Tag ist unser, doch Gorm ist entkommen. Er floh nach Norden, in König Haralds Reich. Lass dieses geschundene Ferkel fliehen, wohin es will. Sein Vater ist tot, sein Clan zerstreut. Wir herrschen in Rygjafylki. Ein zahnloser Welpe kann zu einem gefährlichen Wolf heranwachsen. Eivor, lass es. Hör zu. Du hast deine Ehre wiederhergestellt. Genieße den Sieg. Und morgen wird gefeiert. Du hast recht, Bruder. Du hast immer recht. Gudurm, übermittle die Nachricht unseres Sieges deinem Neffen, dem König. Das habe ich bereits, Sigurd. Er wird höchst erfreut darüber sein und euch einen Ehrenplatz bei seinem Ting in Alrekstadir einräumen. Sag ihm, wir kommen, von der Schlacht berauscht und Ruhmeslieder singend. Suche die Gesellschaft von Königen und bald hast du deine eigene Krone. Wenn die Nornier es so vorsehen, bleib hier und plündere, was du kannst. Ich überbringe Vater die Neuigkeit unseres Sieges, bevor er zu Haralds Ting aufbricht. Ich weiß, Schönin. Ein andermal. Mega gut. Gute Nacht, Günni. Komm bald wieder. Und schlaf zumindest die restlichen 4 Stunden, die du noch hast. Jo. Sieht das schon ein bisschen schöner aus am Tag. Die ganzen Leichen auf dem Boden. Wo muss ich denn hin? Wahrscheinlich zurück nach Hause, oder? Nö. Ich muss noch da. Empfohlene Stärke 280. Okay. Was ist das denn? Okay, das ist aufregend. Oh, das ist cool. Das ist cool. Können wir jetzt das eine Ding da vorne aufmachen, wo ich die ganze Zeit vorhin schon dran rumgeeiert bin, was aber irgendwie nicht funktioniert hat? Das fände ich auch ziemlich cool. Irgendwie da rein? Ist das so
das Geheime, was... Nee. Wie komme ich in dieses Haus, Alter? Das Mysteriöseste, was mir je widerfahren ist. Jo. Kann man das einfach wegbrennen? Oh mein Gott, okay. Holy shit. Das ist cool. Das wusste ich nicht, dass das geht. Oh mein Gott, jetzt geh da rein. Sei nicht so bockig. Das ist eben auch gemacht. So, runter mit dir. Perfekt. Nice. Okay. Dann würde ich sagen, wir machen uns mal auf zu diesem Punkt. Und dafür holen wir uns unser treues Ross, das... Ah, okay, so funktioniert das. Dann folgt trotzdem der Straße. Macht ja Sinn. Okay, danke, dass du der Straße gefolgt bist. Das war richtig praktisch. Bei Gott. Ich kam nicht drauf klar, wie richtig gut dieses Straßefolgen gerade war. Okay, ihr chillt einfach eine Weile. Währenddessen laufe ich dem Ding hier nach. Ah, okay, jetzt funktioniert es auch. Sehr schön. Weißt du, Leute fragen mich die ganze Zeit, was ist eigentlich mein erster Eindruck von dem Spiel? Jetzt frage ich euch mal, was ist denn euer Eindruck von dem Spiel, wie es jetzt so bisher gesehen haben? Was sagt ihr zu diesem krassen Display an Assassin's Creed Kunst, die jetzt mit Wikingern spielt? Müll. Okay, sehr gut. Tatsächlich ist das Spiel anscheinend doch gar nicht so beliebt. Ich habe auch schon, wie gesagt, bei den Reviews gesehen, dass es super viele Leute gibt, die irgendwie super anti waren, was das hier angeht. Mal schauen. Ich bin dem noch ein bisschen offen gegenüber. Okay, ich nehme mit, ihr findet das alles scheiße. Damn, sind wir gerade in den Vogel reingeritten? Ich habe einfach nur so einen richtig fetten Fomp gehört. Sehr gut. Sind wir ja schon richtig? Ja, wir sind ja schon richtig. Dann gucken wir mal, was hier passiert. Alles okay? Er macht es schon. Er packt das. Meine Güte. Ich nehme es mit jedem auf. Was ist hier denn los? Dein Plan stinkt zum Himmel. Okay. Stark, Feigling. Ja,
Der Gestank ist stark. Was siehst du da oben, Sünin? Ja, der Gestank ist stark. Ich habe einen eisernen Magen. Mächtig. Und sag das nochmal. Du hast... Dir ist gerade ein Herzenswunsch erfüllt worden. Und doch sieht dein Gesicht so aus, als hättest du den Lebenswillen verloren. Gorm ist hier, mit den letzten seiner Männer. Wie kann dieser Troll es wagen? Warte auf einen anderen Tag. Wir unterstehen Haralds Waffenruhe. Und Gorm ist zu schwach, um irgendwas zu wagen. Dieser Wichsfleck in der Hose seines Vaters. Ich sollte ihn vom Antlitz der Erde wischen. Nicht heute, Eivor. Lass gut sein. Basim, behalt ihn im Auge und achte darauf, dass er genug trinkt. Ich werde meinen Vater suchen und zum Langhaus begleiten. Wie du wünschst. Geht es Heitam gut? Er wird wieder gesund, aber er wird nie wieder der Alte. Zum Glück hattest du Erfolg, wo er gescheitert ist. Ich war fest entschlossen. Als du Kjötvi besiegt hast, hast du da ein Siegel bemerkt? Silbern, so groß wie mein Handteller. Geschmückt mit dem Symbol einer Esche. Nimm es. Tausch es gegen irgendetwas ein. Ich weiß, wo Gorm lagert. Wenn du ihn treffen willst, ohne dass es ein anderer bemerkt, kann ich dir einen Kniff beibringen. Suchst du dir schon einen neuen Lehrling? Aber gut, ich beiße an. Was soll ich tun? Zieh den Umhang übers Gesicht. Tauch in der Menge unter. Lenke ab. Versteck dich in aller Offenheit. Los geht's! Geschenktes Wissen von einem Mann, den ich kaum kenne. Ist das deine Art, mich zu bitten, deiner Bruderschaft beizutreten? Ganz und gar nicht. Solange Männer und Frauen dafür kämpfen, Freiheit und Ehre zu sichern, ist mir herzlich egal, wem sie folgen. Es ist wohl keine Schmach zu täuschen, wenn die Ehre auf dem Spiel steht. Und Gorm ist ein Schandfleck auf der meinen. Dann lass uns sehen, was wir gegen diesen Fleck tun können. Versuch es einmal.